Sefer Rapatian. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels gegen 1899 Hoffenheim, zweite Mannschaft. Das Spiel sahen 1053 Zuschauer, Endstand 2:2. In den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner linken Gästetrainer Marco Wildersen, zu meiner rechten unseren Trainer Jens Kiewer. Und ich übergebe Wort und Mikro direkt an den Gästebusch mit der Bitte um ein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich glaube, das Kommen hat sich gerade gelohnt. Ich denke, wir haben von Anfang an ein sehr rasantes, sehr temporeiches Spiel gesehen von beiden Seiten mit vielen tollen, schnellen Offensivkombinationen. Ja, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Das von Start hat sicherlich Homburg erwischt mit dieser schönen Standardvariante, zu der ich gratuliere. Ich würde mir wünschen, dass uns sowas auch mal gelingt. Aber leider kassieren wir es auch immer eher. Aber da war Homburg natürlich richtig gut im Spiel und hat er natürlich auch relativ schnell das 2-0 nachgelegt. Dann war es natürlich nicht ganz einfach zurückzukommen. Aber da ein Kompliment an meine Mannschaft. Da haben wir nicht aufgesteckt und da haben wir ja, vor allem in eigenen Ballbesitz natürlich gezeigt, so was diese Jungs in der Lage sind, schnell kombiniert Chancen rausgespielt. Dafür natürlich immer wieder auch dem Gegner Räume gegeben zum Kontern. Ja, wir machen dann die 2 Tore und dann geht es weiter so hin und her. Da hat man mal gesagt, wir wollen versuchen, ein bisschen mehr Kontrolle reinzukriegen. Vielleicht auch mal, ja, es nicht immer zum offenen Schlagauftausch kommen zu lassen, sondern einfach mal den Ball öfter in den eigenen Reihen zu halten und dann ein bisschen durchzuschnaufen. Haben wir dann über weite Strecken der zweiten Halbzeit gut gemacht, trotzdem immer wieder Chancen von Homburg zugelassen. Haben selber noch große Chancen, natürlich den Elfmeter und einmal freistehend vom Tor drüber geschossen. Ich glaube, beide Mannschaften haben es dann einfach am Ende nicht geschafft, sich für eine tolle Leistung heute zu belohnen. Und von dem her denke ich, ein gerechtes Unentschieden. Okay. Vielen Dank. Jens, danke. Guten Abend alle zusammen. Ja, als Trainer nach so einem Spiel ist natürlich immer schwer, das Spiel genau zu analysieren, weil ich ganz ehrlich sagen muss, heute habe ich auch zeitweise so ein bisschen wie ein Zuschauer gefühlt. Ich war begeistert von den Offensivaktionen von beiden Mannschaften, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das beste Regionalligaspiel, sage ich auch technisch, mit dem Spiel nach vorne, mit dem Spiel im letzten Drittel, mit Konterspiel, mit sehr guten Aktionen, Chancen rausgespielt, was für mich zwei Mannschaften die letzte Zeit in der Regionalliga gezeigt haben, absolut, absolut überragend. Und dann kommt natürlich die Defensivaktion. Die ziehen das Ganze irgendwo wieder runter, muss man sagen. Dann können wir, glaube ich, sagen, was sieht der Zuschauer lieber. Ich glaube, er sieht lieber die Offensivaktion. Trotzdem müssen wir uns sehr, sehr ärgern. Wir stehen jetzt das dritte Mal da und haben nur einen Punkt. Und es war in allen drei Spielen 3 Punkte. Absolut möglich. Das ist halt das Bittere an dieser Situation. Aber was tut man jetzt? Es wäre mit Sicherheit falsch, jetzt irgendwo einzelne Spieler zu kritisieren. Es wäre mit Sicherheit falsch, die Mannschaft runterzuziehen, weil ich glaube, heute hat jeder gesehen, ich nehme nur Kai Hesse, ich glaube, der hat im ganzen Spiel 30 Sprünge über 40, 50 Meter gemacht, nach vorne wie nach hinten. Und es ist einfach so, die Mannschaft fehlt die letzten 5%, um Spiele zu gewinnen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und das werden wir mit dieser Leistung und mit diesem Engagement, was die Mannschaft an den Tag legt, mit diesem Tempo, wie wir spielen im Moment, werden wir das holen. Da bin ich absolut überzeugt. Es ist natürlich bitter, dass man so ein Spiel gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, man hat heute gesehen, der Amiri mit der Nummer 24, das war nicht Regionalliga. Das ist ein anderes Niveau, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Den konnten wir irgendwo nicht kontrollieren. Das ist vielleicht 2. Liga, Bundesliga, ich weiß nicht. Vielleicht kann mein Kollege dazu mehr sagen, aber es ist so. Es ist so. Da muss man einfach sagen, da muss man auch anerkennen, wie stark Hoffenheim ist. Das muss man auch einfach mal sagen. Und wir sind in dieses Spiel gegangen und wir wollten nach vorne spielen. Wir haben keine Sekunde gezögert beim Ballgewinn irgendwo quer oder versucht, das Spiel zu verzögern. Wir wollten nach vorne und das hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Und wir werden nächste Woche die 2, 3 Situationen dran arbeiten, wo man besser mal den Ball wegschlägt, anstatt sich den Todesstoß zu verpassen. Aber das bekommen wir hin. Da bin ich absolut überzeugt, weil die Mannschaft, das hat heute, glaube ich, jeder gesehen, Herz hat, Charakter hat und rennt ohne Ende und Fußball spielen kann. Dementsprechend bin ich absolut, absolut optimistisch. Vielen Dank.
Herr Jens. Gibt es da eine große Frage an die beiden Trainer? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich bedanken für Ihren Besuch heute Abend. Unser nächstes Spiel am Samstag in Freiburg, Anstoß 14 Uhr. Bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen.